Conny das so. Schau mal, wie hübsch bist du denn bitte? Schau mal, du bist so eine schöne Mimi. Schau dich an. Oh, oh. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist Montag und es ist jetzt 11.30 Uhr. Und mein Vlog, von den ihr gestern gesehen habt, der ist heute schon geschnitten, denn ich habe es heute tatsächlich mal auf die Reihe bekommen, um 9 Uhr aufzustehen. Ich habe mich gestern um 11:30 schon hingelegt und ich konnte ewig lang nicht einschlafen, nicht durchschlafen, keine Ahnung. Und ja, aber ich habe es geschafft. Ich war um 9 Uhr wach und mein Wecker klingelte nämlich um 9:15 oder so. Und dann habe ich aufs Handy geguckt und wir haben direkt eine Nachricht bekommen, dass wir immer noch nicht wissen, ob wir denn heute arbeiten müssen oder nicht. Ja, ich habe Montag immer frei, von daher ist es jetzt für mich so, dass ich heute nicht arbeiten muss. Aber finally, glaube dann eine Stunde später, so um 10 Uhr kam die Info, dass wir arbeiten müssen. Und für mich ist es halt jetzt so, dass ich quasi heute frei habe. Für mich geht es dann morgen los und ja, aber wir wussten heute früh um 9 noch nicht, ob es heute losgeht oder nicht. Also ist echt so, wow. Naja, jetzt ist es so, jetzt wissen wir es. Morgen geht es auch für mich wieder los und ich versuche euch dann auch morgen auf jeden Fall so gut es geht mitzunehmen. Also auch an meinem ersten Arbeitstag, nicht in der Arbeit logischerweise, aber halt den Tag morgen. Und dann werden wir sehen, wie es wird. Ja. Vlog ist schon geschnitten, es ist jetzt 11.30 Uhr und ich werde jetzt heute, so ein paar Sachen habe ich mir noch vorgenommen. Ich wollte noch so ein Instagram-TV-Video drehen und ich will auf jeden Fall noch ein Video schneiden heute. Also ein normales, keinen Vlog, sondern eins, was ich letztens noch gedreht habe. Und ich trage heute diese hübsche Bluse, die habe ich auch mal wieder ausgegraben. Die ist ja auch von Shein. Und ich finde es so faszinierend, was ist das bitte für ein Stoff, dass der so ist? Also die Bluse sieht auf den ersten Blick halt einfach nur so dieses Orange-Rot. Und egal wie man sich dreht, dann kommt da einfach dieses Blau durch. Krass. Krasser Scheiß, Mali. Das ist doch wirklich ein krasser Scheiß. Okay, aus ein bisschen fertig machen wurde jetzt das. Und ich wollte euch noch kurz zeigen, ich habe, by the way, heute nochmal komplett alles von Shein benutzt. Außer, also alles auf meinem Gesicht ist Shein. Außer Augenbrauengel, Concealer, Bronzer und Lippen. Bronze habe ich doch dann wieder meinen, also den ich immer benutze, diesen von Too Faced, den Chocolate Soleil benutzt. Lippenstift ist jetzt wieder Banana Beauty. Und ansonsten noch, ja, Augenbrauengel habe ich ja bei Shein nicht bestellt, aber ich habe halt noch Augenbrauengel drauf. Ansonsten aber auch den Augenbrauenstift von Shein. Und ja. Ich bin wirklich super zufrieden. Also ich habe die Sachen die letzten Tage jetzt auch schon immer mal wieder benutzt und wirklich, ich hätte es nicht erwartet. Wow Leute, ich bin gerade mitten im Film von diesem Instagram-TV-Video für meine Schuhe. Und ich meine, wer erinnert sich noch an die? Das sind die Jeffrey Campbell-Schuhe, oh mein Gott. Ich habe die 2013 in Berlin im Shit-Shop gekauft. Und ich habe sie einfach immer noch. Ich habe sie immer noch. Und ich würde sie auch nicht hergeben. Boah, ich bin voll außer Atem von diesem ganzen Schuh aus. Ich würde die echt nicht hergeben. Vor allem, die sehen schon echt demoliert aus zum Teil. Und ich würde dafür nicht diesen Preis bekommen, die sie mir wert sind. Also diesen Schuh werde ich never ever hergeben können. Schaut euch mal diesen Schuh an. Das ist einfach so wow. Aber ich kann auf sowas irgendwie nicht mehr richtig laufen. Also kann ich schon, aber es ist so anstrengend. Ich bin einfach faul geworden, auf sowas zu laufen. Früher habe ich mir das angetan, auch zum Weggehen. Aber oh mein Gott, nee. Das ist einfach zu anstrengend.
Es ist jetzt schon 15 Uhr und ich habe jetzt dieses Instagram-TV-Video gedreht und so ein paar TikToks gemacht. Ich weiß nicht, wie ist denn eure Meinung zu TikTok? Ich bin da so krass zwiegespalten. Zum einen finde ich es irgendwie so lustig und es gibt Sachen, die sind einfach so witzig. Ich kann euch, also ich heiße da einmal Fluffy Puffy Kitty Cat. Also das ist noch so ein ganz alter Account, von wo es noch Musical.ly war und so. Und ich finde das einerseits irgendwie lustig, weil es auch viele so Comedy-Sachen gibt. Aber andererseits, und ich finde es auch schön, wie manche Mädels da tanzen. Das kann ich immer nicht so. Ich fühle mich da nicht so wohl. Ich habe so das Gefühl, ich schaue so dumm aus dabei. So. Und das merkt man mir halt dann an und dann sieht es auch dumm aus. Wisst ihr so? Und dann wiederum gibt es aber welche. Ich finde bei den Mädels, die dann da tanzen, das finde ich eigentlich schön. Aber dann gibt es so Typen. Ich finde bei Jungs oder bei Männern finde ich das irgendwie komisch, wenn die das machen. Wenn dann, ich habe da letztens mal auf Instagram was geteilt, so ein TikTok von so Typen, die waren da nur im Pool und haben sich hin und her geschubst. Und das waren halt so richtige, naja, so Sunny Boys, wo die genau wissen, dass so kleine 13-jährige Mädchen so voll auf die abfahren und dann stellen die sich alle in den Pool und machen so ein bisschen und schubsen sich an. Oh mein Gott, das finde ich so peinlich. Das kann ich mir immer gar nicht geben, weil ich mir denke, oh Gott, ja, aber das ist halt das, wo die kleine 13-jährige Mädchen einfach drauf abfahren. Und die wissen auch, wie sie sich hinstellen müssen und was sie machen müssen. Und diese, wenn die dann so oberkörperfrei sind. Oh mein Gott, ne, das finde ich ganz schlimm. Also da bin ich jemand so, das finde ich schlimm. Aber es gibt halt super viele lustige Sachen und da gucke ich schon oftmals so durch. Und ich habe jetzt auch ein paar so Sachen gemacht, aber ich fühle mich, ich würde auch gerne mal so Tänze lernen oder so. Es klingt so dumm, wenn ich das sage irgendwie. Aber irgendwie traue ich mich das nicht. Ich habe so das Gefühl, ich sehe da blöd aus dabei. Und da fühle ich mich manchmal ein bisschen zu alt dafür. Keine Ahnung. Naja, aber das habe ich gerade noch gemacht. Und dann habe ich gerade noch mit Max und mit meiner Mama telefoniert. Und jetzt würde ich sagen, bin ich fertig. Also ich mache jetzt nichts weiter. Ich habe gerade von meiner Chefin die Nachricht bekommen, dass ich morgen schon voll bin. Also ich muss ja morgen arbeiten. Und Frühschicht und also 4,5 Stunden oder so. Und da bin ich schon voll. Und ich habe da morgen vier Kunden, habe ich gesehen, ja. Ja, krass. Und morgens kommt auch gleich eine Kundin, die ich schon kenne. Und ja, jetzt bin ich morgen schon voll. Und irgendwie ist das so ein komisches Gefühl, weil ich ja eigentlich in die Arbeit gehe und nicht weiß, was mache ich heute. Und jetzt gehe ich morgen hin und weiß schon, den ganzen Tag ist schon durchgeplant. Das ist so komisch für jemanden, der nie mit Termin gearbeitet hat. Und irgendwie ist es aber ein gutes Gefühl so. Irgendwie gibt mir das gerade irgendwie Sicherheit, dass ich jetzt schon weiß, was morgen auf mich zukommt. Naja, ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt mal wieder um und dann mache ich was zu essen. Ich habe eigentlich gedacht, ich mache jetzt wieder Porridge, aber vielleicht sollte ich einfach mal was anderes essen. Es wäre ja eh schon 3. So, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich wieder dieses Chia-Brot essen werde. Also ich mache jetzt mal kein Portrait. Ich hätte zwar echt Bock drauf, aber ich esse immer das Gleiche. Auf jeden Fall habe ich mich für so ein Chia-Brot entschieden, 2 Stück. Und ich mache hier wieder diese corny, crunchy Schokocreme mit Getreide-Crispies drauf. Da hat mich letztens jemand gefragt, ob ich sagen kann, ob die gut ist. Also ich habe es mir besser vorgestellt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich finde, es ist so zäh. Also es lässt sich so schwer verstreichen, gerade mit diesen crunchy Dingern. Und ich muss auch sagen, so rein vom Geschmacklichen her, ich schmecke so wenig raus irgendwie. Also vielleicht liegt es auch an dem Brot, vielleicht wäre es auf einem Toast irgendwie besser, dass man es dann mehr schmeckt. Aber ich finde, ich schmecke fast nur Brot. Vielleicht mal.
Nee. Also hier muss ich klar sagen, würde ich mir nicht nochmal kaufen. Ja, dann haben wir hier zweimal Brot. Und ich esse noch diesen Joghurt einfach. Ja, Alpro Natur mit Hafer. 250 sind 138 Kalorien. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann habe ich jetzt 330 gegessen. So, ich habe gerade gegessen und jetzt ist mir direkt schlecht. Wow. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt und ich habe gerade auf Instagram meine Verlosung aufgelöst. Ich habe mich gestern, als ich den Vlog beendet habe, tatsächlich nach dem Essen noch hier hingesetzt und habe noch alle, ich habe Schuhe verlost auf Instagram und habe dann alle Namen, die mitgemacht haben, hier rein, also aufgeschrieben, ausgeschnitten und dann in diese Schüssel gemacht. Und gerade eben habe ich die Gewinnerin davon gezogen und auf Instagram verkündet. Und es war cool, einfach mal so, es ist viel spannender, als wenn man das irgendwie so übers Internet auslosen lässt oder so. Und ja, jetzt sitze ich hier am Laptop, weil ich habe jetzt schon geschafft, ja, mein Instagram-TV-Video für die Schuhe, dann habe ich die Verlosung aufgelöst und jetzt will ich mich hier hinsetzen, weil ich will mal wieder nach neuer Musik gucken. Ich setze mich manchmal hier hin und, also an den Laptop und mache dann bei Spotify, gucke ich so ein bisschen nach neuer Musik, weil ich bin irgendwie immer so planlos. Ich kann so vieles immer nicht mehr hören. Ich meine, selbst Lieder, die ich gerne mag, aber irgendwann kann man die nicht mehr hören. Es gibt auch Lieder von Marilyn Manson, die man eigentlich, es gibt so phasenweise, höre ich mir die wieder an und dann höre ich sie eine Zeit lang wieder nicht mehr, weil man es irgendwann einfach nicht mehr hören kann. Und jetzt gucke ich mal nach neuer Musik. Eine Ewigkeit später. Ja, eine Ewigkeit später, das ist es jetzt wirklich, denn es ist jetzt schon 19.45 Uhr. Und ich saß die ganze Zeit am Laptop und ja, ich hatte ja vor ein paar Tagen einen Vlog, in dem ich eine Morgenroutine integriert habe sozusagen. Und dann kamen natürlich die ersten Kommentare, so jetzt brauche ich eine Abendroutine. Von daher dachte ich mir, hänge ich heute noch eine Abendroutine dran. Und ich würde sagen, die startet jetzt. Es ist jetzt die perfekte Zeit. Und von daher, let's go mit meiner Abendroutine. Meine Abendroutine startet damit, dass ich erstmal überlege, was gibt's zu essen. Das Essen leitet sozusagen meinen Abend ein. Und meistens stehe ich dann erstmal in der Küche und weiß nicht so ganz, was soll ich überhaupt essen. Bevor wir jetzt lange überlegen, würde ich sagen, einfach mal Wimpern ab, rein in ein noch bequemeres Outfit, als es jetzt schon ist. Und erstmal abschminken. Oh, Gesundheit, Miley. Baby. Oh, was hast du niesen müssen? Gesundheit. So, nachdem es nun noch bequemer ist als vorher und ich mich abgeschminkt habe, geht's zurück in die Küche und ich habe mich jetzt während meinem ausgiebigen Abschminkens dazu entschieden, dass es heute noch einfach nur Gemüse gibt. Es gibt wieder Ofengemüse mit Tofu und so weiter und so fort. Das kennt ihr ja schon. Und nachdem das Ganze jetzt für eine halbe Stunde sich selbst überlassen ist im Ofen, sind natürlich die Kinder an der Reihe. Mein Essen ist fertig und logischerweise setze ich mich damit jetzt als erstes an den Couchtisch, mache mir irgendein YouTube-Video dafür an und werde mir das schmecken lassen. Essen ist erledigt, das Geschirr steht in der Spüle und dann geht's für mich nur noch auf die Couch. Und da mache ich alles Mögliche am Handy. Von bei Shein shoppen bis hin zu zwischendurch wieder kurz Fernsehen gucken, bis hin zu YouTube-Videos schauen, irgendwas anderes googeln, gucken, Netflix, was auch immer. Aber so sehen halt meine Abende aus und das ist so meine
Quality Time, meine Auszeit. Irgendwann kuscheln sich dann die Katzen auch zu mir und so liegen wir noch ein paar Stündchen auf der Couch. So Leute, es ist jetzt Zeit für mich ins Bett zu gehen. Ich hoffe so sehr, dass ich schlafen kann. Ich fühle mich zwar müde, aber das heißt noch lange nichts. Ich bin super nervös wegen morgen, eigentlich richtig dumm. Ich weiß das. Wir haben auch schon welche von euch geschrieben unter meinem Video von gestern, also das ich hochgeladen habe. Ich habe in den Kommentaren gelesen, einige so, ja, pass auf, du gehst den ersten Tag hin und wenn du fertig bist, wirst du dir denken, so, ah, warum habe ich mir so einen Kopf gemacht? Und ich weiß auch, dass es genau so sein wird. Und meine Kollegen, die heute schon da waren, haben mir auch schon geschrieben, dass es super easy war zu arbeiten, super ruhig, dass die Kunden auch sehr verständnisvoll waren für die Situation. Ich muss mich auch morgen nur um 4 Kunden kümmern und trotzdem bin ich irgendwie nervös, keine Ahnung. Ich habe halt so Angst, so, dass mir erstens mit diesem ganzen Mundschutz und hoffentlich mache ich alles richtig, diese ganzen Dinge, die man befolgen muss. Dann habe ich zu Beginn in der Früh gleich eine Kundin, ich glaube, das habe ich schon gesagt, die ich auch schon kenne. Und bestimmt haben die auch viel zu reden oder wollen viel reden. Und ich hoffe, ich bekomme das gut hin mit dem Mundschutz dann. Ich glaube, das wird auch super anstrengend, mit dem Mundschutz dann auch zu reden. Und vor allem habe ich die letzten Male, wo ich dann zum Beispiel im Bus war mit dem Mundschutz, so Probleme gehabt mit, ich habe dann so Kopfschmerzen bekommen, also an der frischen Luft geht's, aber so im Bus oder so, in geschlossenen Räumen, bekommt man da, finde ich, übelst schnell Kopfschmerzen. Und ich hoffe, es geht mir morgen nicht so, aber es sind 4,5 Stunden, ich fühle mich, und das habe ich vorhin auch gelesen, hat mir auch ein Mädchen drunter geschrieben, ich glaube Sina, wenn du das siehst, ich habe deinen Kommentar gelesen, ich habe dir eh geantwortet. Sie hat auch geschrieben, so, ja, man fühlt sich wie vom ersten Tag der Ausbildung irgendwie. So, vielleicht klingt das übertrieben, aber irgendwie habe ich diese innere Unruhe, ist halt wieder da. Und man ist einfach so ein bisschen nervös und aufgeregt, weiß nicht, wie es wird. Und letztendlich wird es aber wahrscheinlich sowieso, man stellt sich es immer 1000-mal schlimmer vor. Aber es ist echt so, einfach so eine Anspannung und man hofft, man macht einfach alles richtig. Und meine größte Angst, wie gesagt, ist dieses, die Kunden wollen wahrscheinlich reden und ich bin vielleicht überfordert und bin durch den Mundschutz und so, jetzt musste man wochenlang nicht reden und jetzt muss man sich wieder, es sind halt auch oft so, nicht oft, eigentlich so gut wie immer, super oberflächliche Gespräche, ist logisch. I hope I can do that. Und ja, aber wahrscheinlich gehe ich hin und funktioniere dann einfach wieder und dann läuft es eh von allein, keine Ahnung, oh mein Gott. Ja, Abendroutine ist soweit durch. Für mich, ja, ich stehe schon im Bad, man sieht es, es wird nur noch Zähne geputzt und dann lege ich mich hin und hoffe, dass ich auch einschlafen kann. Und dann gucken wir, wie der morgige Tag wird. Dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Einschalten, hoffentlich auch bis morgen. Und ja, Dankeschön und ciao.